und willkommen zurück zu Staxel. Wir sind immer noch dabei, hier irgendein Blödsinn zu machen und Sachen zu bauen, im Regen zu tanzen, Häuser bauen, Konfessarien und übrigens der Hische und die Phönixer, die sind auch da. Patisserie. Hallo. Eine Patisserie. Patisserie, Konfessarie, ist alles dasselbe. Kommt alles aus Taiwan und so, weiß schon. So, man braucht Kleber und noch irgendwas für die Blöcke, ja? Genau, Kleber und Bauholz. Bauholz und Kleber. Wo? Feld? Bei Feld. Ah, ja. Das, was keinen Sinn ergibt, da muss das rein. So, ich würde ganz gerne noch ein paar Insekten finden, weil ich benötige Geldmittel. Ich benötige ganz dringend Geldmittel. Ich weiß nicht, ob das Fische fangen nicht einfach... Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, ich lauf mal ans Meer, ne? Und dann... So. Weil ich muss das Dach noch machen und dann muss ich, das möchte ich diese Folge eigentlich ganz gerne fertig bekommen, das Dach. Da, die Angel. Und, Da wurde ich jetzt ein bisschen zu, Ich werde allerdings, glaube ich, so eine Art Flachdach machen. Hey, Erfolg freigeschaltet. Sammle 10 Muscheln. Muffel. So. Wo ist denn der Zebra-Typ dahin? Ach, hier. Zebra-Typ? Der Zebra-Falter. Den wollte ich nämlich verkaufen. Kann das sein, dass... Oh, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, kann das sein, dass bei Regen irgendwie keine Fische anbeißen? Wie groß sind denn die kleinen Farmfenster? Kann mir das mal jemand verraten? Die kleinen Farmfenster, das sind diese Schlitze. Die siehst du in der Stadt neben meiner Patisserie. Ah, okay. An dem Haus. Ja, okay, ich seh's. Wow, ich habe einen Pelzchenangler. Was? Das ist ein Anglerfisch. Der hat oben so diese Leuchte auf. Ich hoffe, der gibt gut Kohle. Ich angel gerade am Meer. Ach ja. Tresen und Kühlschrank. Weil man den Kühlschrank ja nicht klauen kann, müssen wir ihn auch noch kaufen. Ja, und so ein Kühlschrank ist, glaube ich, tierisch teuer. Wie viel Platz braucht man wohl für so einen Schlitz? Eins. Okay, dann lasse ich hier eins. Die etwas größeren sind zwei, also die und dann weiß nicht, wie groß das große Ranchfenster ist. Sehr groß. So, dann ich habe normale Ranchfenster, glaube ich, einstecken. Ja, normale sind zwei breit, glaube ich. Wo ist denn jetzt hier ein Kühlschrank? Hey, live, drängel nicht, ja? Ich guck mich noch um. Wieso, was macht denn live? Der hat mich geschubst. Ich habe einen verrosteten Schlüssel gefunden. Wow. Hä? Wo ist denn hier ein Kühlschrank? Darf ich deine Fenster haben? Ja. Meine? Ach, du bist gar nicht hier. Nee, ich bin bei live. Hier ist auch kein Kühlschrank. Hä? Wo ist denn... Doof? Es kann live sein, dass im Moment keiner da ist, ne? Also die sind halt immer so ein bisschen unterschiedlich da. Ja, aber normalerweise tagsüber sind die in ihren Läden. Ja, nicht der live, sondern die Kühlschränke. Ach so, ja, die Händler, die wechseln... War das nicht so, die Händler wechseln irgendwie ihr Angebot wöchentlich oder sowas? Brauchen wir nicht auch Tresen? Täglich? Ja, irgendwann braucht Tresen, aber ich weiß nicht. Ja, ich brauche Tresen. Aber ich laufe ja auch. Okay. Also ich brauche zwei Tresen. Ich guck gleich, Moment, ich baue hier gerade Dinge. Ich kaufe mal zwei. Ich hoffe gerade einfach nur, dass ich durch das Angeln halt ein bisschen... Also die Insekten... Nein, Formfan. Oh Gott. Lauf! Ja. Diese gruselige Person. Ja, aber die gibt ja Belohnungen dafür, ja, dass sie gruselig sein darf. Dafür, dass sie gruselig sein darf? Ich möchte sie trotzdem nicht in meiner Nähe haben. Ja, das stimmt. So. Ich habe einen Kann Kellner. Ich jetzt hier... Oh. Moment, wie war das nach Hause? Hä? Achso,
denke, was hier passiert. So. Okay. So. Ich habe eine kurze Frage. Du wolltest zwar... was haben? Du kannst da mal die Fenster einbauen. Ah ja. Hier von vorne. Wenn du von vorne guckst, siehst du wo. Ach, da. Ich werde langsam müde. Das ist nicht gut. Schon wieder? Ja, wir haben die Nacht durchgearbeitet anscheinend. Oh, nee, das ist auch so ein großes, glaube ich. Ja. Ach so, ja, da, das würde ich, wie viel Platz sind das weg? 1, 2, 3. Da müssten wir noch eine Fläche hinbeiräumen. Das würde ich fast bei uns platzieren. Das passt bei uns viel schöner hin. Ja, wir können auch die kaputten von uns einfach hier reinpacken. Ja, ne? So, habe ich noch irgendwas? Zählt das jetzt als Tresen? Zählt das? Wollt was nicht. Ich hier gemacht habe? Vermutlich. Ja, zählt. Okay, Lampen habe ich in der Tasche. Magst du mir die Fenster da mal geben? Dann tausche ich die eben aus. Mhm. Da. Danke. Ja, super. Moment. Ja, du wirst langsam müde, ich weiß, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Ach, dann gehen wir besser mal alle nach Hause, ne? Ja. Stimmt, gut, ja. Da war ja was. Ja, schnell nach Hause. Und ab ins Bett. Und dann wird das Dach fertiggestellt. Hat jetzt jemand übrigens herausgefunden, wie man einen Setzling machen kann? Oh nein. Na, mit Dünger steht da drin, aber ich habe keinen Dünger gefunden. Okay. Naja. Gleich öffnen wir. Kaufe eine Versandstation, ein Katalog. Was? Ja, genau. Eine Versandstation, ja, aber die gibt's ja bei Live gar nicht. Der Harry hat dir ein Geschenk gebracht. Willst du die Sonnenbrille haben? Eine Sonnenbrille! Abverkaufen. Wo ist denn die Sonnenbrille? Hier bei mir. Achso, wo? Ja, ich habe die eingesammelt, da ist sie. Wie setze ich die denn auf? Am Schrank, da muss sie ja einmal an den Schrank gehen und dann von da aus. Kunigunde, du könntest auch mal ein Geschenk bringen. Ja. Was wollte ich? Fenster, genau. Die hat irgendwas auch schon gebracht, ich weiß aber nicht mehr was. So. Guck mal. Sonnenbrille. Wunderschön. Ja, traumhaft schön. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, was können wir eigentlich mit diesen Dings da machen? Sternenteilen. Mit was? Mit den Sternenteilen. Irgendwas mit Magie. Damit kann man sich verbessertes Arbeitsgerät machen, womit man dann eventuell noch größere Felder oder irgendwie irgendwas machen kann. Also. Hä? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich wollte... Ach, das wollte ich doch gar nicht. So. Na. Ja. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was ich ernten kann? Nein. So wollte ich das machen. So, so, haben wir noch Saatgut? Zuckerrübensamen. Zuckerrüben kann man, das sind die man nur im Winter sehen kann, ne? Mhm. Nee, im Herbst war das. Hat noch jemand von euch Samen? Nope. Nee, ich hab die alle da reingepackt. Wo rein? Hier rein. Aber es ist auch, glaube ich, bloß Zuckerrüben, ja. Ja, ach Mist. Ja gut, dann kaufe ich gleich mal. Hat einer von euch eine Bienenkönigin? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte noch eine haben müssen, aber ich finde die nicht. Nee, nein, keine. Ich hab leider keine Bienenkönigin mehr. Komisch. Moin Emilia, Hast du auch die Bäume gegossen oder nur? Nee, ne? Ich hab die Bäume gegossen. Ah, okay. Kann ich der ihr Skateboard klauen? Nein. Nee, das ist Teil ihres Briefkastens. Man kann denen nichts wegnehmen. So gemein. So fies aber auch.
So, Moment. Jetzt hier, was gibt's denn? Gurkensamen. Brauchen wir Gurken? Rote Beete. Die sind, glaube ich, auch sehr gut. Ich habe einmal Milch gekriegt. Ja. Nochmal Milch. Ich wollte noch eine zweite Tür. So. Na, immerhin. Ach ja. Wir brauchen unbedingt, also wenn wir bräuchten eigentlich mal diesen Saatgutmacher, weil dann bräuchten wir das Saatgut nicht zu kaufen und können das dann, kriegen da vielleicht auch mal goldenes Saatgut, was dann goldene Pflanzen macht, glaube ich. Ja, genau, wir und die können wir besser verkaufen, also teurer. Dann da. Hast du auch noch Fenster, Hisho? Oh nein. Nee, ich habe die in meiner Patisserie verbaut. Ach so. Wo habe ich denn die jetzt da? Und da ist die Milch, die verkaufen wir auch direkt. So. Wenn jemand noch irgendwo Samen findet, da ist noch ein Feld frei auf dem ganz linken. Mhm. So. Und jetzt 942. Ich habe 942 Blütenblätter. Wie viel habt ihr und vor allen Dingen? 448. Mhm. Bitte nicht noch ein weiteres Schild vor der Patisserie aufbauen, man braucht nur eins, ne? Aber ich habe jetzt ein Schild. Ja, ist ja gut. Dann steckst du in den Schrank zu dem anderen, was ich abgebaut habe. Wieso? Das ist doch kacke, wenn die alle im Schrank stehen. Dann ja, die nehmen die uns doch mal Platz weg. Kannst du auch theoretisch. Was hast du da an der Hand? Mich. Ach so, ich dachte ein Kühlschrank. Rundes Fantasiefenster. Hast du noch keinen gefunden? Nein, leider nicht. Hm. Ich wollte noch mal zu Aliza gehen. Das wollte ich machen. So. Okay, bei dir stand aber vorhin ja, dass man eine Verkaufsstation dafür holen soll, ne? Also gibt es eine. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Ja. Saatgut. Live, geh doch mal aus. Mein Gott, der steht immer hier rum. Nervt. Die Station. So, und hopp. Hm. Ich finde meinen, also es macht ja durchaus Fortschritte, die Patisserie. So. Und auch die Farbgebung, die ist in Ordnung. Der hat keinen Kühlschrank. So, ich hätte gern so von diesen kleinen Fenstern jetzt mal was. Da muss ich ja mal gucken gleich, ob ich da nicht was kriege. Kühlschrank. Das ist nicht Minecraft. Das biegt sich nicht automatisch wieder um. So. Wolltest du hier nicht noch eine Wand einziehen? Ja, aber brauchen wir nicht mal zwingend, ne? Nö. Das ist halt ein Einraumhaus. Ein Einraumhaus? Das, guck mal, aber du hast hier noch so ganz viel Fläche, was du so benutzen kannst. Du kannst auch besser vielleicht hier den Tisch hinstellen, oder? Hm. Da muss ich das jetzt echt jedes Mal. Ja, oder das hier ist Spielfläche. Spiel. Na gut, ich hab nichts gesagt. Ja, guck doch mal, da kann man Fang spielen. Vielleicht haben die ja Kinder. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Klar. Vor allen Dingen, laut diesem hier fehlt ja eigentlich wirklich nur noch, so die Lampen fehlen noch in der Kühlschrank. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal Holz weiter erstmal, ne? Ja. Kann ich hier so ein Fenster kaufen? Habe ich nicht noch Holz? Ich will nicht so ein großes Fenster. Kann ich ein kleines kaufen? Ja, ich weiß nicht, er hat irgendwie nicht mehr so die total geile Auswahl. Ich brauche Kleber. Kleber. Ja, ich auch. Ja. So, gleich geht's an die Innenausstattung von der Patisserie.
Hier, stell dir dann noch ein bisschen mehr Kleber hin. Ding. Ding. Gut, okay. Was haben wir hier vielleicht denn? Ein kleines Fenster bei? Ein Fass, Kommode. Ich finde, die Farbe passt sehr gut. Treppe. Lass ihn mal da stehen. Bücherregal, Teppich. Großes Ranchfenster. Was mit einem kleinen? Ich wollte da hoch. Müsste man vielleicht dann nochmal. Hier ist ein Ranchfenster. Haben wir. Gibt's ein kleines Ranchfenster? Zumindest nicht da zu kaufen. Alter. So. Was brauchen wir denn? Wir haben zwei Dresen, zwei zu wenig. Eine Kasse. Patisserie Einzelvitrine, zwei zu wenig. Patisserie Vitrine links, Mitte, rechts. Patisserie Ofen. Wo lernt man das nochmal? Ich find's gerade nicht. Was denn? Wenn ich hier, jetzt, ich habe jetzt hier so ein Ritz. Achso, warte, ich muss es in die Hand nehmen und dann. Nehmen, genau, du musst es in die Hand nehmen, okay, und. Ich hab's. So. Ein Groovy-Tisch. Ah, herrlich. Huch. Ein Wrenchfenster. Vier Bauholz, glattes Bauholz, Glasscheibe und billiger Lack. Was ist glattes Bauholz? Das habe ich noch einstecken, glaube ich. Wie viel brauchst du? Weiß ich nicht. Haben einfach nichts da. Bist du bei Aliza? Ja. Viermal Bauholz und einmal glattes Bauholz. Ich warte, glattes habe ich hier. Wie war das? Zwei? Ja, okay. Dann gib mir. Dankeschön. Den Plastron. Hm? Herzkrug. Huch. Aha. So. Goldhaufen. Mhm. Genau. Mann. Schnitzen, so. War ja klar. Ah, wirklich, ich find's. Das habe ich. Und schon noch billiger Lack. Okay. Du hast Küche. Mir nur einmal Holz gegeben, kann das sein? Ich hatte, glaube ich, noch einmal. Achso, okay. So, du brauchtest es. Ja, gut. Mal. Also. Ja, ich mache mir welches, kein Problem. So. Bisschen doof, aber. Kann ich denn jetzt das wieder verkaufen? Nee, kann ich nicht. Oh. Da. Da. Oder wollte ich das vielleicht doch? Wollte ich das? Wollte ich das nicht? Weiß ja auch nicht so genau. Das ist eigentlich auch. Doch, ich wollte das. Das ist billiger Lack. Da. Weiße Holzplanken brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Stoffsack. Okay. Knaufriegel, so ein bisschen, was es gibt. Ist schon ein bisschen schwierig gerade. Ein Moment, Pseudonyma. Könntest du mir einen Gefallen tun? Diesen blauen Brief zu Aliza bringen. Du stehst zwar vor ihrer Tür, aber klar mache ich das. Danke. Dann lass mal vorbei, dann mache ich das eben. Danke. Wo ist dein Farmfan? Ich habe hier was für dich. Ja. Hoffentlich weit weg von mir. Die ist bei Roven. Robern. Was kriege ich denn von dir? Einen Hockeyball. Ja, sehr schön. Ja, super. Farmfan hat mir rote Beetesamen und Hafersamen geschenkt. Das sei nie nein. Aber wo ist eine Versandstation? Moment. Das ist ein Traum. Ja. Bla bla bla, der Bürgermeister, ey, den kannst du ja hier in Pfeife rauchen. Wie ein stinknormaler Politiker ist der. Ja. Ja. Bla bla bla, Steuern, bla bla bla. Ich musste so hart kämpfen besser. Für euch.
Hallo, du bist der Einzige, der sich zur Kandidatur gestellt hat. Warte nur ab, bis ich genügend Geld habe. Du warst der Einzige, der hier kandidiert ist. Der Maximilian. Kim Jong Maximilian. Okay. Das Volk leidet, ihm ist es aber egal. Er will nur die Steuern erhöhen. Wir brauchen nur noch einen Kühlschrank. Dann kann die Familie hier einziehen in ihrem. Ja? Oh, das ist ja cool. Ja, Das Problem ist, wir finden nirgendwo einen Kühlschrank, ne? Ja. Puh. Mal hier. Und wenn wir einen finden, haben wir wahrscheinlich zu wenig Geld, um uns den zu kaufen. Dieses Haus ist das schönste Haus, das man jemals gesehen hat. Luftig und offen gestaltet. Luftig und offen? Habt ihr keine Wände drin? Doch. Doch. Wie das so synchron rauskam. Ich warte hier zu Hause auf euch. Ja, warte, ich komme. Geh wieder auf. So. Ich habe ganz viele Schnecken jetzt eingesetzt. Oh, ich habe eine Bienenkönigin. Dann weiß ja, was damit zu tun hat. Ja. Tün, 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 tün. So, wo geht's eigentlich jetzt wieder zu unserem Haus? Ah, da. Hier. Ja, ich bin auf dem Weg. Wie die kleine Biene da aus der Tür rauskommt. Hallo, ich bin sehr müde. Ja. Bring mich bitte jemand ins Bett. Ja. Ja, ich liege. Ich auch. Tschüss. Jetzt haben wir den 13., ne? Der 14. ist dann morgen. Ja. Ein Tag noch und dann haben wir das Event. Yay. Event. Event. Whee. Huh. Oh, Gottes Willen. Wie sie hier alle rausstürmen, weißt du? Wir brauchen einen Kühlschrank. Meine Mama ruft mich an. Warte, ich gehe mal eben hier so raus, damit man was Schönes sieht und dann gehe ich dran. Bis gleich. Ich hätte gerne einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Eine Backstation. Gibt's ja gar nicht, dass es hier nirgendwo einen Kühlschrank gibt. Tja, ja, vielleicht halt gleich. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Oh! Zeitgenössischer Couchtisch, Pastell-Einzelbett. Pastell-Kleiderschrank, minimalistische Kommode. Der Monarchenfalter, der hat jetzt aber richtig so 330. Oh, eine Toilette. Schön. Können die nicht einfach das Zeug in der Toilette kühlen? So, Moment. Minimalistischer Beistelltisch. Irgendwie finde ich nicht das, was ich brauche. 640. Ich brauche noch so ein paar von diesen Dachteilen. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Nochmal 30. Ich habe das Gefühl, dieser Hausbau ist verdammt teuer. Ich hoffe, die Patisserie wird dann. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so. Bei mir hat man exzessiv baut wie du. Was? Dann ist das ja kein Wunder, wenn man so. So baut. Man muss, kann auch preisgünstig. Ich darf ja was sagen. Ich muss gleich mal wohin. Denn, ja, die Folge ist ja eh gleich zu Ende. Ja. Genau. Ne? Ja. Aber das Dach mache ich noch fertig. Ich brauche ein Dach. Also eigentlich braucht die Patisserie endlich ein fertiges Dach. Wir brauchen immer noch einen Kühlschrank. Und dann ist das Haus fertig. Und ich finde, es ist auch das fertig. Das ist doch guck, kein schön, Dach. Ist. Nein, was? Guck doch mal, wie schön. Das ist wenn kein Dach. Wenn du aber am Briefkasten guckst, dann das reicht ist das. Aber doch kein Dach. Aber wenn du am Briefkasten guckst, reicht das. Aber das ist doch kein Dach. Mann. Aber wenn du am Briefkasten guckst, reicht das. Es ist eine Tür da. Oh, es das ist
ist alles da, was wir brauchen. So oft regnet es hier ja auch nicht, ne? Eben. Aber es ist doch kein Dach. Aber es ist alles da, was wir brauchen. Aber es ist doch kein Dach. Ach Mann, dann halt nicht. Herrlich. Aber wenn du am Briefkasten ist alles da, was wir brauchen. Oh Gott, das ist fürchterlich. Nein, so. Es ist ein spezielles Haus. Hier sind Löcher überall. Das ist egal. Wieso ist hier eine Säule? Weil ich mich verklickt habe. Und außerdem so. Aber das ist doch gar kein Dach. Aber es reicht. So, also. Ja, okay. Das wir machen das Dach. Dann irgendwann noch mal schöner. Okay, es ist kein Dach. Aber guck doch am Briefkasten. Aber es hat ist jemand doch eigentlich kein heute, Dach. Heute eben der, gerade noch oh, die Pflanzen? Du hast den Briefkasten abgebaut. Ja, ich merk's. Hat jemand eigentlich heute schon die Dinger da gegossen, die Pflanzen? Weiß Nein. nicht, wie lang ist der okay. Tag schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Was war denn das hier? So. Hä? Jetzt sagt es ein Bett zu wenig? Ja, wahrscheinlich ist der Rahmen falsch. Also falsch rumgebaut. Achso. Was, Brückenbodenrampe? Was? Jetzt. Was kann man denn hier alles bauen? Brückenboden, alles klar. Dann nehme ich halt mein Flachdach wieder weg. Danke. Ich habe dabei kein Wasser war es mehr. So schön. Du kannst hier einfach ein paar Blöcke stehen lassen, damit die Lampen schon mal drin sind und dann bauen wir halt nach und nach so ein Dach. Nein, ich mache jetzt alles weg. Mann, jetzt sei doch nicht so. Die moderne Dachkunst hat dir ja nicht gefallen. Aber jetzt sei doch nicht so. Das ist kein Dach, hast du gesagt. Das stimmt, das ist auch so. Dabei war es das schönste Dach auf der ganzen Welt. Mhm. Und der Briefkasten hat gesagt, es reicht. Das ist immer so eine Sache, wenn die Briefkästen mit einem reden. Das stimmt allerdings. Wenn sich sollte mir Gedanken darüber machen. Ja, vielleicht, vielleicht. So. So. Gut. Zufrieden. So. Ja, ein bisschen. Oh. Dann platziere ich jetzt einfach die Wände. Ich habe irgendwas abgeerntet. Oh, was, nein, was das wollte ich nicht. Kaffeebohnen? Wieso? Das war eine Kaffeepflanze. Hä, du hast Kaffeebohnen? Die bringen gut Geld. Ah, dann ist gut. So. Der Briefkasten hat mir gesagt, es würde reichen. Aber es ist doch kein Dach. Es war wohl ein Dach. Es ist es aber doch gar kein Dach. Eine besondere Art von Dach. Das ist importiert gewesen. Also aus so ein Flachdach. Griechenland. Boah, das sieht aber scheiße aus, was ich da gerade gemacht habe. Wir müssen einen höher bauen noch. Das geht so nicht. Und noch einen höher? Einen Block. Ein Block reicht. Aber so geht's nicht. Es sieht ja furchtbar aus. Du? Okay. Oh nein. La la la. Sammelst du meine Dächer ein? Oder was? Oder warum? Wieso sieht diese Pflanze? Wieso sieht diese Pflanze nicht gut aus? Was? Ja, hier ist so eine Zwiebel, die hat da anscheinend hat die jemand nicht abgeerntet, deswegen da steht, diese Pflanze sieht nicht gut aus. Die wurde vielleicht nicht geerntet. Ja. Also noch einen Block höher möchtest du? Ja, also einen Block höher reicht eigentlich. Okay. So. Warte mal. Ding, ding. Warte mal. Warte doch mal. Ich warte. Nee, das, Moment, das muss so machen. Machst du mal hier die Ecke nochmal weg eben? Ich will was ausprobieren. So. Okay. Kaffeesamen. Guck mal, so kaufen. Geht's. Reicht ein einziger nur. Wenn du sparen möchtest. Ich hab
43 Stück. Ja, dann mach. Wobei, ach, das ja sehr schön ist, was du da tust. Ja, ne? Ich sehe von hier unten nicht genug. Das soll ich nicht dahin bauen, so. Ich möchte trotzdem hier eine Säule haben. Okay. Huch. Oh, bei mir lädt gerade irgendwie die Welt nicht. So, was? Hatte ich vorhin auch schon mal. Nein! Brauchst du noch einen? Ich glaube nicht. Du? Es war nur falsch, was ich hier gemacht habe. Es muss andersrum sein. So. Ich sehe es gerade nicht richtig hier. Folgenende. Folgenende? So? Ja gut, zum Folgenende kaufe ich dann mal eine Saatgutmaschine. So? Nein! Nein? Nein, tu das nicht. Doch, mach das ruhig. Aber ich kann dir gerade nicht eine bauen. Kochstation. Möchte jemand eine Kochstation lieber? Ich möchte einen Kühlschrank. Hm, tja. Hä, aber geht das nicht? So, wir haben das Folgenende erreicht. Ich bin so doof. Meine Patisserie hat ein Dach. Nee, jetzt wieder falsch. Oh. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Pause machen. Ich glaube, ich sollte doch hier überall. Huch, hallo. Ich habe aus Versehen eine Dachfliese eingesammelt. Ich hau, glaube ich, auch auf dich drauf, so ein bisschen. Ja, ich glaube, ich sollte doch hier überall noch eins setzen. Ja, das ist vielleicht besser. Mhm. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Nicht ja, tschüss. Und es war doch ein Dach. So. Aber das ist doch kein Dach. Tschüss. Tschüss.